Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Erstmal, ja, ich habe wieder mega scheiß Flecken, Freunde. Die Zeit ist back gekommen. Und ich sehe auch gerade die Mückenstich-Pickelgeburt, was auch immer das hier ist, Freunde. Es übernimmt meinen ganzen Körper, so wie es aussieht. Wir sind back. Wir schauen uns jetzt heute vom JBB die neue Runde an. Chica vs. Psycrow. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Freunde. Wir gehen direkt mal in diese Ansicht. Ich habe noch nicht den hochqualitativen Facecam-Rahmen bekommen, aber ich finde den schon mal besser als den ich vorher hatte. Ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, warum dieses Battle jetzt auch erst am Montag online kommt, Mittag. Und zwar kam gestern Abend noch der Podcast online. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen Liebe da lasst, Freunde. Ich habe nämlich einen Podcast gestartet, der hier auf YouTube auch kommt. Müsstet ihr nochmal in der Abo-Box ein bisschen nachgucken oder einfach im Channel. Ich habe jetzt nochmal für euch verlinkt, Freunde, wo ich einfach die Woche eines Durchschnitts-YouTubers oder halt die Woche von mir als YouTuber so zusammenfasse, wie ich das Ganze manage mit YouTube und Schule. Und ich, keine Ahnung, bis jetzt ist das Feedback ganz gut gewesen, dass ihr da das ganz interessant findet, so mal zu sehen, ja, keine Ahnung, wie das so bei mir abläuft und für nebenbei, neben zum Zocken, Freunde, haben sie es ganz gut gegeben. Ich habe extra keine Werbung reingemacht, also wenn ihr wollt, Freunde, könnt ihr euch das easy mal ganz gerne geben, würde mich freuen. Ja, und dann war ich einfach am Abend noch zu abgefuckt, Freunde, wegen der Monitor-Situation, Internet-Situation. Ihr habt es in dem gestern, als ich Apokalyptik hochgeladen habe, habt ihr es wahrscheinlich gemerkt, dass ich echt abgefuckt war. Deswegen wollte ich an dem Tag jetzt nicht mehr so noch schnell was hochladen und raushasseln. Deswegen wird es jetzt erst die Runde am Montag geben. Allerdings, ja, fällt kein Deutschen C aus, Freunde. Wir hatten C, kommt heute Abend ganz normal, alles gechillt. Und wir starten jetzt mit der Runde von Chica. Beide Runden bis jetzt echt gutes Feedback. Ich glaube auch, dass das ein knappes Battle wird. Qualis fand ich von beiden recht in Ordnung, würde ich sagen. Deswegen, ja, mal sehen. Und wir haben wieder beide als einzelne Runden, was einfach viel angenehmer ist. Viel angenehmer. Bin echt gespannt, bin echt gespannt. Moritz Döringmann, Ehrenbruder. Maskenrapper, ich fang an extra Fähigkeiten zu suchen. Den Neo konnte man als Heizung benutzen. Kannst dank deinem Dreiloch-Look dann direkt drei Schwänze lutschen. Wir kommen mit Tanat rein in dein Dorf. Dicker, sag, nennst du dich scheiße Humor? Hängst du deinen Dreckskeller und schießt uns hier voller Stolz? Ein selbstgekochtes Leib, geh nicht vor. Halt dir die Rifle am Tor. Kleine Bitch, verlierst das Gleichgewicht. Ein, zwei Kicks in dein Gesicht. Kill dich und weil du im Real Life niemand juckst, findet keiner dich vor. Geschaffen und dich ans Mikrofon gesetzt. Davor lecker was gekocht. Altes Familienrezept. Denk da mal nach. Vielleicht wird dich auch schön, Mann. Im Leben kein Edel je anfassen. Nice, Digga, nice. Also ich finde, man sieht tatsächlich auch teilweise jetzt im Video, finde ich, hauptsächlich so die Parallelen zu Drino und Zepter so ein bisschen. Ich weiß nicht, kann sein, dass das von den gleichen Leuten bearbeitet wurde, das Video. Aber sie sind ja auch hier im Hintergrund zu sehen. Alien war gerade auch noch da. Und ich habe Jay letztens nicht gecatcht, Freunde. Ich glaube, in der letzten oder in der Runde von Drino, ich weiß nicht genau. In irgendeinem Battle letztens war Jay auf jeden Fall im Hintergrund zu sehen, aber ich habe ihn leider nicht entdeckt, Freunde. Ich habe ihn nicht entdeckt, es tut mir leid. Im Leben kein Edel je anfassen. Deine finanziellen Rücklagen befinden sich unter der Spiele in Form einer Sammlung. Der Vollidiot im Knipsack verbrennt diesen Dreck. Ja, ja, den Sinn dahinter hab ich schnell erkannt. Der passend zu der Line zündet er sich an der Stelle im Video selber an. Und ich könnte dir mal schön, Mann. Schön, Mann, schön, Alter. Also die Stimmung, die aufkommt, gefällt mir echt gut, Mann. Das ist eine schöne Art, wie er hier rappt. Das ist eine schöne Art, gefällt mir. Ich glaube, dass viele oder halt ein paar irgendwie diese Art nicht so hart feiern, weil es ja doch ein bisschen, na, ich weiß nicht, ist jetzt nicht dieses typische Gangster-Rap-mäßige. Aber ich muss sagen, ich feiere das schon, Mann. Ich feiere das schon. Ja, auch ohne so Bitch-Moves behindert schlagen. Nur eine Sache, du kamst nice, damals Mann. Ins VBT nicht rein, das ist wie. Sorry, ihr Kind ist zu dumm für den Kindergarten. Und es bleibt auf erstmal Like dafür, Mann. Deine fucking Fresse verdeckt ist. Ich seh da nur einen Hurensohn im Keller seiner Eltern mit Dreck spielen. Ich dritte Psycho heute in Kopfen. Sie wollen nice. Alle fliegen. Doch ich hole sie wieder auf den Also die Hook gefällt mir gut, aber sie hätte, glaube ich, noch besser sein können. Er hätte da noch ein bisschen mehr vielleicht rausholen können, aber es ist jetzt auch nur meine subjektive Meinung, dass ich dieses, ich weiß nicht, also es ist ein sehr, sehr guter Ansatz da, aber für mich hätte er sich noch mehr auf seine Stimme verlassen sollen und nicht jetzt da zu viel Autotune noch reinballern sollen.
Ich fände es so ein bisschen seine, so ein bisschen tieferer, so auch in die Richtung von Alien vielleicht. Hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gefallen, ja. Aber ansonsten finde ich die Runde bis jetzt echt stabil, muss ich sagen. Kommt gute Stimmung mit auf. Alle fliegen, doch ich hole sie wieder auf den Boden. Video im Horrorlook mit Maske und Würmern wirklich aussehen. Doch gruselig ist der arme Mann. Du bist ein großer Garnkern mit blonden Haaren. Wer sollte dein Kinderkörper zerschlagen? Fühlst dich jetzt konspirativ und traust dich dank Anonymität schlimme Wörter zu sagen. Dank des Kostüms denkst du, du machst Leuten Angst. Denn vor dir haut jede Frau ab. Du bist höchstens Professor Chaos, dicker so wie Butters aus Auspack. Schön, Digga. Du denkst, triffst du Spaß, die Töne nicht. Zu hässlich für nen Mensch und zu lieb für nen Bösewicht. Du bist nur ein Internet-Kiddy, dem es, wenn es ehrlich ist, eigentlich schlecht geht. Und abstürzt, so wie Spider-Man, ja, sobald immer das Netz fehlt. Krass, also es wird hier wirklich viel auf dieses Masken-Image, dieses Superhelden wegen Scarecrow-mäßige so mit reingenommen, was ich aber gut finde, weil es kommt mir nicht zu viel vor. Wir hatten im ersten Part nicht ganz so viel, sage ich mal, jetzt über diese Superhelden-Schiene und so. Und jetzt im zweiten Part aber ein bisschen mehr. Also es wird gut zur Abwechslung geschaffen, finde ich. Also ich fühle mich durchgehend unterhalten, ohne dass ich denke, okay, wir hatten es beim letzten Battle mit Nugu, wo er, keine Ahnung, wie oft Hauptschule, das mit der Hauptschule gebracht hat. Das habe ich hier nicht so. Ich habe das Gefühl, es kommen immer neue Lines. Es kommen immer neue Lines, auch wenn sie vielleicht teilweise vom selben Thema, also mit der Maske halt, zusammenhängen. Wird es nicht eintönig, habe ich das Gefühl. Vogelscheuche, was ein scheiß Kostüm. Seht euch an, wie ich den Schmerz zerfick. Zieh deine Maske ab und du Behindi hast. Immer noch ein Sackgesicht, du hast nur Frauen abgeschreckt. Schön leid. Traumata versetzt. Ja, sie betrachten dich, Vogel, nur zynisch. Und ich meine, wenn du ohne Kostüm bist. Und deine Fans sind schön in Fetten, okay, ändert nix. Ich lass dein Unterkiefer springen. Denn ich meine keine religiösen Fanatiker, nein, sondern dass sie ungeziefer sind. Du bist nichts wert, lass dich davon ein paar Likes mal bloß nicht täuschen. Oh, hier sind die Doubles so extrem geil gesetzt, Mann. Holy shit, Alter. Holy shit, Alter. Du bist nichts wert, lass dich davon ein paar Likes mal bloß nicht täuschen. Du nimmst Johnnys Vorschlag gegen viel zu ernst und kamst allen Ernstes als Vogelscheuche. Also bevor du hier jemanden schwul nennst, denk nach und yo, warte mal ab. Denn wer endet hier nach aufgestellt in einem Maisfeld mit paar Würmern in der Fresse und einer Holzlatte im Arsch? Krass, Mann. Okay, also der Einstieg hier in die Hook war schon, der war schon pervers ein bisschen, ich weiß nicht. Ich hab's auch voll oft, dass ich, das habe ich meistens bei Hooks irgendwie, nur ich weiß nicht warum, dass ich die öfter hören muss, um die irgendwie zu feiern. Stritte Psycho heute in Korben. Sie wollen alle fliegen, doch ich hole sie wieder auf den Boden. Ich alle unterschätzt, das Shit geht in die Fresse. Lass die Vogelscheuche brennen. Ich merke auch gerade irgendwie, die Gang so um Alien, Rhino, Zepter, irgendwie, ich fange an, die alle zu lieben, Alter. Ich fange an, die alle richtig zu lieben, Mann. Video im Horrorlook mit Maske und Würmern, wirklich sausig. Doch gruselig ist leider in deiner Quali allerhöchstens dein Zauber. Und Psycho würde gerne erzählen, er hätte schon... Holy shit, sieht das Video nice aus. Doch als Vogelscheuche wendet sich alles, was mit Vögeln zu tun hat, von ihm ab. Du bist so ein Rapper, der leider gar keine Groupies am Sack hat. Deine Quali war das einzige Mal, wo eine Bitch deinen Wurm in der Hand hat. Du bist dringend. Schöne Leinwand. Hast dir nächtelang deinen scheiß Kopf gerieben. Du bist darauf so versessen, ey, dir ist dein fucking Sack ja schon zu Kopf gestiegen. Hänge dich auf an den Antennen, was du versteckst. Teilweise bekomme ich auch so ein bisschen Miami Yassin Vibes rüber, aber nur die positiven. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein großer KMN-Fan oder so, aber so ein bisschen Kokainamäßig, so ein paar Elemente. Doch, so ein bisschen kommt das schon rüber. Also jetzt natürlich nur kleine Stückchen so, aber keine Ahnung. Schreibt mal, ob es euch auch so geht. Irgendwie kommt das so ein bisschen, muss ich die ganze Zeit daran denken im Hinterkopf. Dein Gesicht wie der krasseste Spaß und ein Sohn, hör zu, du bist ein Pussy, ey, und Julien kaufte mit dir die Katze im Sack. Deine Quali war ja eigentlich falsch, durch dein Dropping auch. Du bist eine Pussy, ey, und Julien kauft am Ende die Katze im Sack. Richtig schöne Leine. Also, ich finde die Punchlines sind gar nicht so schlecht. Klar, sie drehen sich fast alle um das, um die Appearance von ihm, sag ich mal, um das Aussehen von ihm. Aber an sich, schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Deine Quali war ja eigentlich Quatsch. Durch Name-Dropping auch nur ein Schrei nach Beachtung. Doch das Resultat fand ich nicht interessant. Siehst eine Maske, doch bist trotzdem irrelevant. Stritte Psycho heute im Kopf. Stark, Alter. Wollen alle fliegen. Doch ich hole sie wieder auf den Boden. Ich alle unterschätze. Das Shit geht in die Fresse. Lass die Vogelscheuche brennen.
gefällt mir jetzt schon besser, Mann. Das ist echt weird, gefällt mir jetzt schon viel besser. Starke Runde, Mann. Starke Runde, kann man sagen, was man will. Sehr, sehr starke Runde. Das war jetzt mit der Quali das Einzige, was ich von ihm gesehen habe und ich wurde nicht enttäuscht. Ich fand sogar noch mal eine Steigerung zur Quali, es war ein bisschen, also auch ein kleines bisschen was anderes, hat mir auf jeden Fall, hat mir besser gefallen. Krass, also ich fand die Lines teilweise echt gut, Mann. Ich fand die Lines teilweise echt gut, auch wenn sie halt, wie ich eben schon meinte, sich fast alle um das Aussehen von ihm gedreht haben, aber man kann auch nicht viel mehr fronten, er hat die Quali noch ein bisschen auseinandergenommen. Aber so, ich fand es echt gut, weil es halt nicht langweilig wurde. Es wurde nicht langweilig, auch wenn es alles um dasselbe Thema ging, irgendwie hat es hinbekommen, es unterhaltsam zu lassen, ja, und auch auf einem relativ hohen Niveau, wie ich finde. Mal sehen, Freunde, mal sehen. Übrigens, letztens hat irgendjemand runtergeschrieben, wie dumm bist du, du kannst doch nicht beiden Runden ein Like geben, dann gewinnt doch keine, du Spaß oder so. Freunde, ich möchte jetzt, ich bin nicht Julian, ich bin nicht der Veranstalter des Turniers. Ich like das, was ich möchte. Und wenn ich beide Runden gut finde, habe ich auch, zwar auch im Video gesagt, aber vielleicht war der Zuschauer ein bisschen Autist. Ich habe auch im Video gesagt, wenn ich beide Runden gut finde, dann like ich eben beide. Und dann fand ich halt beide einfach gut. So, das kann ich mir ja aussuchen, wie ich möchte. Jetzt auf jeden Fall Psycho, Freunde. Ich bin gespannt, weil Chica hat echt gut vorgelegt. Trotzdem bin ich gespannt. Ich muss sagen, ich fand auch hier die Quali gar nicht so schlecht. Also ich fand beide Qualis recht gut. Mal sehen, Freunde. Vielleicht wird es wieder ein Unentschieden aus meiner Sicht. Wir werden sehen, Freunde. Das hört sich jetzt schon episch an, Mann. Ich glaube, er spielt diese Horrorschiene weiter aus. Master Geiger, sagt mir gar nichts. Oh ja. Oh ja, Mann. Das wollte ich sehen. Die Aufmachung fällt mir gut. Das ist ritueller Mord und ich bring das erste Opfer auf. Deine kleine Quali war ein Lachrap, das Coming Out. So nach Melodien, aber nichts, was gefällt. Deine Quali klingt wie das Wax Snippet der Welt. Eine Bitch wird entstellt, er und jeder sieht zu. Ich hab ne Katze enthängt, das klang ähnlich wie du. Und die Autotune-Bitch wird zerfleischt, was ist los? Du bist Witcher gegen Sly, nur in einer Person. Du bist Witcher gegen Sly, nur in einer Person. Schön, Digga. Auch hier wieder eine schöne Line. Ich hatte, das einzige Negativpunkt, den ich auch in der Quali hatte, war so ein bisschen, dass mir seine Stimme nicht hundertprozentig gefällt. Da fand ich jetzt zum Beispiel die von Chica ein bisschen angenehmer. Aber das ist ja eigentlich nur nebensächlich, finde ich. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob der Beat ein bisschen zu laut ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, es ist ein bisschen schwer, nur auf die Stimme zu achten. Du bist Witcher gegen Sly, nur in einer Person. Models zum Dreh mieten, denn mit Echten läuft es nicht gut. Du bist so geil, schwuler, bester Freund zu schwul. Ja, wir unterscheiden uns grundlegend. Ich will dich umbringen, du willst mich umdrehen. Ich muss, um dich zu killen, kein Grund. Oh, schön, Mann, schön. Ich will dich umbringen, du willst mich umdrehen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr interpretiert es jetzt richtig, dass er halt die Maske umdrehen möchte, weil er wissen möchte, wer es ist. Umdrehen. Freunde, ich habe gerade mehrere Bedeutungen gefunden. Also entweder du willst mich umdrehen, in der Sinne vom Vorlieben, er möchte, dass er gay wird. Ich konnte jetzt nicht anders ausdrücken. Oder halt, dass er die Maske umdrehen möchte, aber laut Chica weiß er ja schon, wer drunter steckt. Ja, okay. Ich muss, um dich zu killen, keinen Grund mehr suchen. Heiß auf den Nahkampf wie Chica beim Gruppenduschen. Du hattest mal Rass, jetzt ist allen klar, woher die Magen meiner Quali kam. Yeah, ich missbrauche dich als Brutkasten. Chica rappt den Hals in der dritten Tat das Fußstab. Wir kommen in ein Haus und denken dich ans Kreuz. Ey, oh, keiner kann sagen, das hat niemand gewollt. Ey, oh, keiner kennt dich, Junge, du bist ja niemand. Ich wollte ein Battle, doch du bist nur Chica. Schöne Line auf. Und du bist nur Chica. Jeder deiner Gang ein Verlierer. Und du bist der schlechteste Chica. Ich hab mich nicht angepasst, fand ich auf den Alter. Und kranker Beat, Mann. Hat mich schon lange keiner mehr angefasst. Im Battle wird der Homo überrannt. Ein Problem, nur keiner weiß, welches Pronomen für den Bass. Ich zerfällt sein, wait, fake rap. Jetzt ist Payback unser Preisgeld. Am Ende zeigt den Gender Pay Gap. Was für Lakeback, Chica wird zerhackt wie ein Braindead. Weil dein Blut nicht positiv stimmt, Digga, AIDS-Test. Bar macht deine Scheiße betroffen. Ja, okay, also so wie Chica hier die Maskenschiene ausgepackt hat, holt er jetzt hier die Gay-Schiene, sag ich mal, raus.
Ja, ich finde es bis jetzt aber auch nicht schlecht. Also er schlachtet auch so dieses Horror-Image weiter aus, logischerweise, soll er auch sonst machen. Bis jetzt finde ich die Runde auch nicht schlecht. Aber ich finde, jetzt vom musikalischen Faktor, klar, so eine Battle-Runde muss jetzt nicht unbedingt musikalisch sein, aber vom musikalischen Faktor sehe ich auf jeden Fall Chica weiter vorne. Geht mehr nach vorne irgendwie auch. Aber trotzdem ist die Runde nicht schlecht, Freunde. Ich glaube echt, es wird ein relativ enges Battle wieder. Aus meiner Sicht zumindest. Gestern Prostata Vorsorge dreimal pro Woche. Dreh an den Effekten, du bist zu gut zu verstehen. Im Gegensatz zu deinen Lines und dir ist weh. Wie viele Effekte kaschieren diese Standardkacke? Ich kann das nicht erzählen ohne Bandermaske. Ja, und verpiss dich mit dem Rumgeschwuchte. Ja, mal zurück in deine Zumba-Gruppe. Ja. Also auch jetzt wieder diese, die Crow-Line zum Beispiel eben gerade. Und auch das mit Zumba, also, ja, wie soll man sagen, Freunde, ne? Also, er kennt ihn nicht wirklich als Battle-Rapper und nicht als richtigen Rapper, sondern halt nur als Mainstream, Mainstream-Boy. Ich bin gerade überlegen, also die Hook gefällt mich ja auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hook fand ich tatsächlich, obwohl ich sie bei Chica eben nicht so hart gefeiert habe, fand ich sie bei Chica auch ein bisschen besser. Aber ich glaube auch nur, weil ich an sich musikalischere Hooks lieber mag. Das muss ja, ist ja in der Battle-Runde eigentlich nicht so hart wichtig. Mal zurück in deine Zumba-Gruppe, ja. Willkommen in ein Haus und häng Chica ans Kreuz. Ey, oh, keiner kann sagen, das hat niemand gewollt. Ey, oh, keiner kennt dich, Junge. Ich hab auch ein Like von jemand. Ich wollte im Battle, doch du bist nur Chica. Und du bist nur Chica. Und du bist nur Chica. Jeder deiner Gang ein Verlierer. Und du bist der schlechteste Chica. Ich battle nicht, nein, ich vergeh mich, das dreiste Fick, ja. Und du kriegst dich für Schwarze hin wie Capone. Fällst du was nicht, gehst über deine Lippen. Kommt das Day produziert und dann gefickt, so wie Whitney Scars. Und noch als Videokonzept, sei drei Opfer auf der Suche nach dem Schädel-Teil-Fett. Ey, yo, Jungs, jetzt mal ehrlich, wollt ihr Rap-Technisch spielen? Denn ihr seht ja aus wie von der Fashion Police. Ja, yeah, was ein peinlicher, okay. Scheiß, haben die Village-People einen Snipe zu überfallen? Ey, dein Level nicht mehr ausreichend, Bro. Andere Rapper gehen pumpen, du machst Bauchbeine Po. Was willst du denn von mir? Okay, die Bauchbeine Po-Line hat mir gut gefallen, die Bauchbeine Po-Line war gut. Erdige dich, aber Leute wie du, das Turnier, ja. Doch jetzt wird dein Battle wieder groß gemacht. Ab jetzt hat dein Nachtrapper Todesangst, ja. Oh. Kommt noch, also entweder kommt Promo oder noch so ein kleines Video-Dings. Sehr komisches Ending, sehr abrupt, habe ich das Gefühl gehabt. Also videotechnisch ist er auf jeden Fall weiter vorne, ganz klar, finde ich, ganz klar. Und ich würde auch sagen, vom Feeling her ist Psycho auch weiter vorne. Weil er einfach, ja, seine Runde hat mehr so eine bestimmte Atmosphäre halt rübergebracht. Allein schon wegen dem Video und auch in Kombination mit diesem, ja, mit diesem Horror-Image irgendwie. Puh, also beide Runden wirklich gut, beide Runden wirklich gut. Es wird schwer, glaube ich. Ich kann das jetzt gar nicht so direkt, glaube ich, sagen, ohne dass ich mir jetzt die Runden noch zwei, dreimal gebe, jede. Hintereinander irgendwie. Ja, also die, ich schätze, aber ich persönlich kann mir die Runde von Chica öfter geben, weil das einfach so eine, allein schon wegen dem Beat, so ein bisschen mehr nach vorne geht, ein bisschen schneller ist, ein bisschen gute Laune mäßig, was natürlich zu Psycho gar nicht passt, irgendwie hätte er es jetzt auch sowas in die Richtung gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, ich feiere auch die Art von Chica, glaube ich, mehr als vom Psycho. Aber das ist jetzt halt nur meine subjektive Meinung. Rein aus battle-technischer Sicht wird es eng, glaube ich. Wird es eng, da irgendwie so einen Gewinner festmachen zu können. Ich persönlich mochte die Runde von Chica lieber. Aber auch, glaube ich, nur weil ich nach der Quali auch schon dachte, okay, Chica ist jemand, der nicht gut feiern kann. Und bei Psycho dachte ich zwar auch, aber da habe ich auch schon gemerkt, okay, das ist niemand, wo ich mir zu viele Tracks hintereinander geben kann. Von daher für mich können gerne beide weiterkommen. Ich persönlich finde, aber das würde mich mehr freuen, wenn Chica gewinnt. Ja, ich fände es aber auch berechtigt, wenn Psycho gewinnt. Von daher ist es mir eigentlich völlig Wayne Train, wer gewinnt, Freunde. Werden wir in der Bewertung von Julian ja sehen. Ansonsten würde es mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr beim Podcast vorbeischauen würdet oder sonst einfach die anderen Videos abchecken, die jetzt hier noch gekommen sind, die Tage. Ansonsten sehen wir uns auch noch heute Abend um 18 Uhr spätestens bei der FMC-Bewertung. Davor kommt auch noch ein anderes Video online. Und ja, sonst jeden Tag um 12, Freunde. Bis dahin, bleibt fresh, meine lieben Freunde. Und ciao.